Einen wunderschönen. Da bin ich auch schon wieder, euer Odin. Und ich habe jetzt mal nachgelesen, in der Anleitung steht drin, also es sind nur zwei Seiten auf Deutsch, also kann ich euch mal zeigen. Also einmal so, mit CE und so was alles. Dann kommt zwei Seiten mit ein bisschen Erklärung und so. Dann kommen nochmal zwei Seiten. Und das war's eigentlich auch schon. Weil beim nächsten, nee, da kommt nochmal was Deutsches. Das war's denn. Da kommt doch Wasserin in die blauen Kühldinger. Die habe ich jetzt Wasserin, aber da steht nur nicht bis zum bis oben hin füllen. Deswegen habe ich jetzt bis zu so Linien, die da drauf sind, also ringepresst sind, draufgepresst sind, habe die jetzt beide in ein Kühlfach gepackt. Gucken wir. Jetzt schrauben wir erstmal die Räder ran. Ich habe auch schon Wasser bereitgestellt, weil in der Anleitung steht auch drin, bevor man die Kühlfunktion drückt, also die zum Kühlen, muss immer Wasser drin sein, sonst kann das Gerät kaputt gehen. So, jetzt müssen wir hier erstmal umdrehen. Hier ist noch Plaster dran. Jetzt müssen wir gucken, wo die, hier kommen die rein. Meine Frau hat auch gesagt, dass die Rädchen kleiner aussieht als erwartet. Mit dem kleinen Imbo macht doch, mit dem kleinen Ding macht sich das echt scheiße. Ich rutsche hier ständig ab. Ist auch nur Plastik, wo drin geschraubt wird. Na, siehst du, mit ein paar Umdrehungen sind wir auch schon drin. Da hoffe ich echt, dass das nicht ausbricht. Ich hätte jetzt gedacht, dass da irgendwie noch Metall ist irgendwie. So. Und schon ist es fest. Aber es ist wirklich nur Plastik. Und hier ist halt so eine Winde und hätte ich jetzt ehrlich gedacht auch, dass da ein bisschen mehr hinter ist. So, man kommt auch nicht weit drin mit der Hand zum Schrauben, dann wird es schwer. So, vom ersten Eindruck sieht es auch nicht gerade stabil aus, muss ich sagen. Aber ihr wisst, der erste Eindruck kann oft täuschen. Ich muss euch jetzt mal ein bisschen die kalte Schulter zeigen, damit ich hier drehen kann. Ich will das nämlich nicht auf die Seite legen, wo die Lamellen sind. Das ist mir ein bisschen zu heikel. Ich habe Angst, dass die rausbrechen oder irgendwas der ähnliches. Na komm. Na komm. Jetzt kriege ich es nicht. Da, jetzt. So, noch 1-2 Umdrehungen, dann haben wir das. Das ist nicht für dicke Pfoten. Und eine kleine Schraubenschlüssel-Ding rutscht hier auch immer von der winzig kleinen Schraube runter. Oh, machen wir mal so. Aber ich glaube schon, wenn das fest ist, dass das fest ist. So. Da ist auch ein Widerstand drin. Man kann es denn auch nicht überdrehen. Also wenn stoppt, dann stoppt. Dann weiter geht das dann auch wirklich nicht. Ihr müsst halt nur gerade ansetzen, damit ihr die Schraube nicht schräg reinmacht. So. Und auf eine Art ist es gut, dass der Schlüssel halt clean ist, weil man dadurch halt bis unten hinkommt.
Mit einem dickeren Schlüssel hätte man dann halt das Problem, dass man nicht bis bündig schrauben kann, bis zu diesem Plasteteil. Also das Loch, wo das reinkommt. Ach Gott. So, und schon ist es fest. Können wir das hier auch hochheben. Dann ist es hier auf den Rollen. Dann können wir uns auch mal genauer angucken und schon mal hier den Stromkabel lose machen. Den ich natürlich noch nicht reinstecken werde. Ich muss auch erstmal gucken, da muss ich erstmal Strom anmachen. Gut, Steckdose ist an. Fangen wir nämlich erstmal hinten an. Da haben wir dann hier so eine Sicherheitsschraube, also so ein Sicherheitshebel. Hier so ein Plasteteil, dass wir halt nicht den Wassertank einfach rausmachen können. Das müssen wir dann vorher nach oben drehen. Und dann haben wir hier den Wassertank. Zur Reinigung steht auch was in der Anleitung. Wir kriegen den Wassertank auch, so wie es aussieht, nicht komplett raus. Ah ja, hier ist auch noch ein Kabel drin. Dann ist hier, was ist hier noch drin? Noch ein Kabel. Der nach unten geht irgendwie. Der festgeschraubt ist. Und ein kleiner Motor ist da drin. Ich werde mal versuchen, damit ihr das so ein bisschen sehen könnt. So. Wie gesagt, hier ein Kabel. Da ist der Motor hier. Und ich hoffe, ihr seht das auch vernünftig. Und dann kommt dann halt noch so ein Weiser nach unten. Also so wie es aussieht, kriegen wir das Ding nicht komplett raus. Aber ich glaube, ich habe da eine Idee. Ach, unten sind Schrauben drin. Unten sind Schrauben drin, dass wir das nicht komplett rauskriegen. Zeige ich euch mal. Habe ich mir beim Anschrauben schon fast gedacht. Hier sind nämlich jeweils eine Schraube. Die müssen wir dann lösen, also rausschrauben, so ein Kreuzschrauben. Und dann kriegen wir den Wassertank auch komplett raus. Dann können wir den auch komplett sauber machen oder im Geschirrspüler jagen oder so. Beim Reinmachen müssen wir dann halt wieder darauf achten, dass der Wassertank, achso, das können wir, das ist oben festgemacht, dass wir den Motor dann wieder reinmachen. Aber das, so wie es aussieht, der Motor ist ja erstmal an Strom drin und der ist unten mit, ja, so Strapsbändern festgemacht. Aber der hat da so ein richtiges Bett, wo er drin ist. Also müsstet ihr das dann auch wieder mit Strapsbändern irgendwie festmachen, damit er auch wieder vernünftig hält. Ich weiß nicht, ob er ohne auch hält. Dann können wir den erstmal wieder zumachen. So, dann haben wir hier das Herzstück sozusagen des Ganzen. So, müssen wir jetzt ein. Oh, Scheiße, hier ist schon kaputt. Oh, hier ist schon kaputt. Das ist, glaube ich, mein Fehler. Der Plaste ist kaputt. Deswegen geht das hier oben nicht raus. Ich glaube, durchs Hinlegen passiert. So. So. Das ist. Nee, das war vorher schon. Das war nicht durch mich. So, seht ihr das? Hier ist das halt gebrochen bei mir. Muss ich mal fragen, ob ich da so ein Ersatzteil kriegen kann oder so. Weil das müssen wir abmachen, wenn wir das hier reinigen wollen. Das sind die, ja, das ist der Pollenfilter oder so, denke ich mal. Und hier soll auch das Wasser dran lang laufen. Hier oben haben wir dann so die Löcher. Hier solltet dann so daran langlaufen. Und dadurch, wenn die Luft hier durchgeht, also hier oben seht ihr auch dann nochmal viele. So, da. Und dadurch, dass das kalte Wasser dann hier langläuft und der Wind hier durchgezogen wird, hier ist der Ventilator drin,
soll es die ganze Luft abkühlen. So, jetzt machen wir das erstmal wieder rein. Wartet mal, ich muss mal schnell noch Foto machen, dass ich den Hersteller mal anschreiben kann. Weil das war vorher schon, so wie das auch sieht. So, haben wir zwei Fotos gemacht, dann können wir das auch wieder reinmachen. Das geht auch nur in eine Richtung rein, weil hier müssen wir erstmal wieder gerade machen. So. So, so. Dass wir das dann hier so reinschieben können. Von ganz oben wird das dann reingeschoben bis nach unten. Das klickt dann auch so ein bisschen. So. Und dann ist das jetzt hier unten drinnen. Ja, das hält das Netz jetzt ein bisschen doof. Müssen wir mal gucken. So. Dann haben wir hier jetzt noch so einen Code. Hier nochmal die Firma, Electronic Star, steht da drunter. Hier haben wir dann nochmal für unseren Wassertank, da können wir dann auch so eine Skala, Mini, Omis Maxi, und dann können wir sehen, wie viel Wasser drin ist. Und so, hier haben wir dann das zum Einstellen. Das werden wir uns gleich mal angucken. Aber erstmal Klemper. Oh, wie viel passt denn da rein? So, eine Kanne, da passen zwei Kannen drin. Das ist gerade mal nicht mal halb voll. Aber ich muss mal kurz einen Cut machen, Akku wechseln und ich habe geplempert. So, und schon ist alles weggewischt. Jetzt machen wir das hier vorsichtig zu. Die Schutzklappe rauf. Nehmen wir den einfach mal komplett nach unten. Ich hoffe, mein Kabel reicht. Der Kabel sieht auch sehr stabil aus. So, jetzt werde ich euch mal hier runter. Oh, rutsch hier weg. So. Und am besten so von oben so ein bisschen. Dann könnt ihr vielleicht ein bisschen besser sehen. Jetzt müssen wir mal die Fernbedienung noch holen. So. Die ist hier nochmal separat verpackt. Und über einen Akku oder ein Schutzding. So. Off. So. On. Jetzt ist er on. Speed. Ah, wir können, Speed haben wir leider nur drei Stufen. Low, Medium und High. Ah, Low macht er kurz. Dann geht er wieder aus. Und dann pumpt er wieder. Wir machen jetzt mal High. Swing, cool, cool wollen wir anhaben. Ah, ich höre hier hinten das Wasser. Also ich habe es richtig gehört, wie es eben hier oben geflossen ist. E-Konser, mal gucken. Und jetzt machen wir mal hier auf.
Also ist bedeutend kühler als, ich mach mal noch ein Stück zurück, bedeutend kühler als normaler Lüfter. Was mich jetzt nur ein bisschen stört, ist, dass man die Lamellen mit der Hand machen muss. Dass hier nicht irgendwie ein Hebel ist, weil immer hier reinpacken ist so doof. Hier ist auch nichts oben, wo man irgendwie die dann beeinflussen könnte. So, wir haben hier Sleep, Natur, Normal und Natur. Das ist jetzt normal. Also wenn ich jetzt hier auf Wind gehe. Da pumpt er die ganze Zeit, so wie es aussieht. Ja gut, das ist jetzt nur kaltes Wasser. Ich habe keine Eiswürfel drin, weil die sind ja noch nicht gemacht. Wenn ich jetzt nochmal rauf drücke, komme ich auf Natur. Ja, dann wird es mal ein bisschen schwächer, dann wieder ein bisschen schneller. Und Sleep. Jetzt geht's aus. Jetzt geht's wieder an. Und wir lassen mal auf normal. So, Speed. Also bei High kommt schon ordentlich was raus. Und dann haben wir noch Swing. Also was ich jetzt schon sagen kann, es läuft nur auf einer Seite. Jetzt habe ich mal Cold ausgemacht, das ist mit dem Eis. Also man kann auch hier einen Sleep Timer stellen bis zu 9 Stunden oder 10 Stunden, dabei da steht eine 0. Aber ich merke eindeutig, wenn ich jetzt meine Hand hier so vorhalte, hier ist kalt, hier kommt Wind. Und wenn ich jetzt hier rüber gehe, hier kommt auch noch was an, aber schwach auf der Hälfte. Also das meiste ist wirklich auf hier. Aber es ist kalt, definitiv. Und eine angenehme Kälte, also jetzt nicht so trocken, finde ich. Ich finde es halt nur ein bisschen doof mit den Lamellen, dass man die selber stellen muss. Da hätte ich mir gewünscht, dass da vielleicht hier an der Seite irgendwo ein kleiner Regler ist, dass man hier hoch runterschieben kann, weil da hätte ich jetzt hier zu viel Angst, der muss immer runtergreifen und so, dass das irgendwann mal kaputt geht oder so. Also da hätte ich mir so einen kleinen Regler gewünscht. Aber so im Großen und Ganzen, der sagt hier auch 20 Grad an. Also ich weiß nicht, ob jetzt in meiner Bude 20 Grad sind, aber der sagt mir hier 20 Grad an. Das war vorher 22, jetzt 20. Und Speed können wir dann halt auch zum Beispiel low machen. Der ist auch ein bisschen leiser als mein Alter. Mein Alter hat ein bisschen geklappert, der klappert hier nicht. Man hört aber das Wasser. Ja, das läuft hier direkt runter und dann wieder in den Tank. Also hinten ist alles nass. Also ich sehe hinten richtig, wie das Wasser langläuft.
Also finde ich schon so, für den Preis finde ich das schon okay, muss ich sagen. Ich bin mal gespannt, wie er sich jetzt im Langzeittest schlagen wird. Also er ist auf jeden Fall leiser als mein alter Lüfter. Aber das Wassergeräusch, ich weiß nicht, ob das so gut ist, ob das meine Frau nervt, weil die muss jetzt schon andauernd pinkeln rennen. Ob sie da nicht noch öfters muss. Ja, ist so, das hört man, das Wasser so ein bisschen. Ja, das plätschert. Ich finde es jetzt entspannend, aber man weiß ja nicht. Also wenn er euch so einen Brunnen holt, auch so einen kleinen Springbrunnen für drinne, da müsst ihr euch mit, wenn ihr noch nie sowas hattet, müsst ihr damit rechnen, damit ihr die erste Zeit extrem auf Pissen rennt. Weil durch dieses Wassergeräusch, der Körper gewöhnt sich erst dran. Also hat bei mir so eine Woche, zwei Wochen gedauert, dann konnte ich mein Ding immer anhaben. Also ich habe so mit Fröschen so einen Springbrunnen, der steht jetzt im Schlafzimmer. Aber vorher musste ich alle paar Minuten Pissen rennen. Also da braucht der Körper sich ein bisschen und der Kopf, um sich da ein bisschen einzustellen. Vom Style finde ich den schick. Mit dem Klavierlack und so, hier oben schön blaue Leuchten, die Zahl ist blau. Also rein vom Optischen finde ich ihn sehr ansprechend. Hinten hat man dann auch noch was zum Tragen, dass man kann halt hier hin und her schieben in der Wohnung. Man kann aber auch tragen, hat man einen Tragegriff, finde ich sehr angenehm. Ja. Dann würde ich hier auch erstmal einen Cut machen. Ich sage mal, wir sehen uns im nächsten Video, wenn ich den jetzt eine Weile getestet habe, wie er ist und ich ein bisschen mehr dazu sagen kann, was gut ist, was ist schlecht ist, was uns aufgefallen ist, was uns positiv aufgefallen ist, was uns negativ aufgefallen ist. Und dann kann ich euch da auch wirklich mehr dazu sagen, aber für den Preis macht, was er soll, macht mehr Wind als die normalen Standardstandgebläse und auch kühler, viel kühler. So, ich bin dann jetzt erstmal weg. Vergesst nicht, die Bimmelglocke zu drücken, damit ihr benachrichtigt werdet. Da unten ein Däumchen wäre ein Träumchen. Ja. Ein Abo, wer mich noch nicht abonniert hat, logischerweise. Und dann halt die Bimmelglocke drücken. Ich bin dann jetzt weg. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Ich halte euch auf dem Laufenden. Bis zum nächsten Mal. Ahoi, sagt euer Odin.